runtergehen müssen mit dieser Unterbelichtung. Das ist also enorm. Ja, also mich fasziniert Weiß sehr, weil es entgrenzt irgendwie. Es macht alles grenzenlos, wenn Sie sich im weißen Umfeld befinden. Sie sehen nicht, wo es anfängt und wo es aufhört. Und mein anderer Bezug zu Weiß ist eigentlich Afrika. Ich bin also Afrika-Sammler im kleinen Maßstab. Das ist also eine kleine Aja-Figur, das ist eine Geisterfigur. Und die Figuren werden als rituelle Handlung oder auch als Beopferung mit Kaolin eingesetzt. Dieser Figur ist das schon wieder ziemlich abgegeben, weil die Europäer mögen eigentlich so geschmiert, wie gesagt. Wir neigen dazu, also die Sachen dann regelrecht abzuschrubben, aber so eine alte Holzfigur mit einer weißen Patina hat was. Wenn Sie also in die Sammlung gucken, Sie werden viele rituelle Objekte finden, die einen weißen Überzug haben. Das ist mein anderer Bezug zu Weiß und auch zur Kunst. Also es, ja, wie soll man sagen, es zeichnet irgendwie aus, wenn also eine weiße Holzskulptur noch einen weißen, ganz abgeriebenen Überzug hat, dann kommt irgendwie die ganze Struktur raus. Und ich finde, bei einigen Arbeiten gibt es da auch einen Bezug dazu. Also sehr viel Struktur dabei. Ja, das ist mein Bezug zu Weiß. Und hiermit ist die Ausstellung erledigt. Danke, danke schön. Kulturelles Ereignis, die sind von dem hier unterscheidet, bringen Kinder, sondern inspiriert von Le Corbusier, habe ich mir sagen lassen, der sie ihre eigene Welt bauen, mit Bausteinen verschiedener Größe, und ich bin mir sehr davon überzeugt, dass das toll an mir wird. Ja. Und heute hier Kunst, ich freue mich sehr, dass ich hier bin und finde toll, ich habe mich schon ein bisschen gewundert,
als wir hier so in diese Straße reingefahren sind, haben wir uns hier auch wirklich richtig, aber das sieht ganz toll aus und ist ein tolles Atelier und wunderschöne Kunst. Ja, ich freue mich. Ein Kulturangebot auch für Außenbezirke von Düsseldorf, was die VGS hier macht. Absolut. Oh, Entschuldigung. Persönlich. Nein, das finde ich ganz, also ich finde es toll. Ich sage ja immer, die Stadt lebt eben nicht nur von ein paar Leuchttürmen mitten in der Stadt, sondern Kultur muss es überall geben da. Und den einen politischen Schlenker erlaubt. Ja. Ich habe ja ein bisschen auch gesagt, ich bin dafür und dafür stehe ich auch und dafür kandidiere ich auch, dass so ein bisschen das Gleichgewicht zwischen Zentrum und Peripherie, zwischen Stadtteil und Innenstadt wiederhergestellt wird, das nach meiner Wahrnehmung in der letzten Zeit ein bisschen aus dem Boden gelassen ist. Und das betrifft einmal städtebauliche Entwicklung, aber es betrifft natürlich auch die Kultur. Es ist toll, dass wir Kultur in den Stadtteilen haben und das Gebiet zu fördern und zu wertschätzen. In diesem Sinne ganz herzlichen Dank und freue mich jetzt, mir die alles anzuschauen.